Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video soll es um die Grundrechenarten in Python gehen, also plus, mal, minus, geteilt und was passiert, wenn wir die verschiedenen Datentypen Integer, Float und String dabei benutzen. Also wir haben jetzt schon mal reingeschrieben, x ist gleich 3,14, y ist gleich 42 und das Result soll jetzt einfach die Summe sein. Schauen wir uns mal an, was der dann als Ergebnis ausgibt und was der Typ ist. Genau, wir erhalten dann 45,14 und das ist einfach ein Float, weil wir Nachkommastellen haben. Was passiert jetzt, wenn wir 3,0 plus 42, also ein Float plus ein Integer berechnen? Dann kommt auch hier wieder ein Float raus. Wenn wir jetzt das Komma 0 hinten entfernen, dann erhalten wir einen Integer. So, bei Multiplikation sieht das Ganze ähnlich aus. Integer mal Integer ist ein Integer. Integer mal Float ist ein Float. Und Float mal Float ist ebenfalls ein Float. So, wenn wir jetzt teilen, dann können wir, machen wir das andersrum, 42 durch 3 teilen, dann erhalten wir direkt ein Float, obwohl wir keinen Rest haben und hier auch nirgendwo eine Nachkommazahl direkt angegeben haben. Das heißt, bei der Division, wenn wir sie hier durch einen Strich angeben, kommt immer ein Float raus. Wenn das Ergebnis jetzt nicht exakt durch 3 teilbar wäre, hätten wir hier so eine gerundete Kommazahl. Genau. Gehen wir aber nochmal zurück zu einem Ergebnis, was sich prinzipiell auch ohne Komma darstellen lässt. Und wenn wir jetzt teilen mit zwei Strichen, dann bekommen wir auch wieder ein Integer raus. Wenn wir jetzt aber wieder die 43 nehmen, dann bleibt dieser Integer. Und wir runden auf 14 ab. Also nochmal zur Erinnerung, mit einem Strich haben wir hier 14, Periode 3. Mit zwei Strichen runden wir ab. So, was passiert jetzt bei 44? Mit einem Strich haben wir dann Komma Periode 6. Und mit zwei Strichen runden wir weiterhin ab. Das heißt, obwohl das Ergebnis jetzt mathematisch so wäre, dass wir es aufrunden, runden wir bei diesem Doppelslash immer ab. Genau, das heißt, das ist dann sozusagen die Division, bei der wir dann einfach den Rest abschneiden. Wenn wir aber den Rest herausfinden wollen, dann gibt es noch dieses Prozentzeichen, was einfach der Modulo-Operator ist. Das heißt, das liefert uns hier den Rest von 2 zurück. Und so haben wir dann eine exakte Division, bis auf Rundung natürlich. Deshalb, weil wir Periode 3 beispielsweise gar nicht darstellen können. Exakt. Dann haben wir eine immer abrundende Division mit zwei Strichen und eben den Restoperator oder Modulo-Operator mit dem Prozentzeichen. So. Wir hatten ja vorher schon mal gesehen, dass wir beispielsweise auch Name, Doppelpunkt, Mathekrieger konkatenieren können mit diesem Plus. Das gibt mir dann auch Name, Doppelpunkt, Leerzeichen, Mathekrieger aus und ist ein String. Wenn ich jetzt 42 mit einem String konkatenieren möchte, dann funktioniert das nicht. Das wird nicht supported. Das heißt, dann müsste ich hier auch noch meine Anführungszeichen setzen und dann würde das wieder supported werden. So, was gibt es noch zu sagen, wenn wir jetzt x bleiben wir bei der 42, wenn wir dann x plus Na, sagen wir x ist gleich x plus 1 berechnen wollen. Dann habe ich hier noch ein y, was es nicht geben sollte.
Genau. Dann kommt 43 raus. Aber das können wir auch kürzer schreiben, indem wir einfach x plus gleich 1 schreiben. Da kommt auch 43 raus. Was allerdings nicht geht, wie man das beispielsweise von C kennt, dass man einfach x plus plus schreibt. Die Syntax ist nicht implementiert. Aber genauso wie man für plus gleich für plus schreiben kann, kann man auch minus gleich schreiben oder mal gleich oder auch durch gleich. Genau, bei dem durch kommt immer ein Float raus. Genau, Strings können wir einzeln konkatenieren, aber nicht mit Zahlen. Genau, und dann sind wir prinzipiell mit den Grundrechenarten eigentlich auch schon soweit durch. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist so etwas wie das Potenzieren. Also gehen wir mal wieder auf kleinere Zahlen. X ist 2, Y ist 3. Und wir wollen das in 2 hoch 3 speichern. Dann ist die Potenzfunktion nichts anderes als eine mehrfache Multiplikation. So kann man sich das vielleicht merken. Dementsprechend setzt man hier zwei Multiplikationssymbole. Und dann kommt man hier auf 8, weil ja 2 mal 2 sind 4, mal 2 sind 8. Genau. Und so kann man dann entsprechend auch potenzieren. Genau, die Wurzel kann man dann, die gibt es zwar auch als extra Befehl, lässt sich prinzipiell aber auch darstellen. Also das ist dann nichts anderes als ein hoch 0,5. Wurzel aus 4 ist 2. 2, also 4 hoch 0,5 sind dann auch 2. Dementsprechend kann man dann auch damit prinzipiell Wurzeln ziehen.